Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Ja, wenn eure Autositze verdreckt sind, dann eignet sich als Reinigungsmittel bestens Rasierschaum. Ja, auf teure Autopflegeprodukte von der Industrie könnt ihr getrost verzichten. Und Rasierschaum hat eine sehr gut reinigende Wirkung und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das Ganze anwendet. Ja, die Polster vorher gegebenenfalls absaugen, wenn Bedarf besteht. Ansonsten nehmt ihr erstmal einfach ein feuchtes Tuch und wischt die Polster ein wenig ab. Ja, nun gebt ihr den Rasierschaum auf euer Polster. Nehmt nicht zu viel davon, weil sonst ist es auch kontraproduktiv. Verteilt das gut. Und dann reibt ihr das Ganze mit einem Schwamm gut ein. Nun lasst ihr den Rasierschaum für ca. 10 Minuten einwirken. So, nach der Einwirkzeit nehmt ihr dann einfach ein feuchtes Tuch und reibt nochmal ein bisschen drüber. Ja, somit kommt dann nochmal der Rasierschaum ein bisschen ab. Das Ganze riecht jetzt sehr schön erfrischend und ist schon sauber. Ich lasse es jetzt trocknen und dann zeige ich euch mal das Nachherergebnis. Ja, mittlerweile ist alles trocken und ihr könnt sehen, die Flecken sind weg, auch hier die Fettflecken. Alles wieder sauber. Ja, Rasierschaum ist wirklich ein super Reinigungsmittel, gerade was Polster angeht. Probiert es einmal aus. Ihr werdet damit alles wegkriegen, ob Wasserflecken, Erbrochenes oder wie gesagt Essensreste. Es geht alles wieder sauber. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.